Hallo, moin moin. Heute habe ich mich wieder mal rausgeschlichen, um den Wald ein bisschen zu erkunden, mal ein bisschen reinzulauschen, reinzuhören, was es alles so zu entdecken gibt auch. Und ich habe hier ein Rohr entdeckt, womit man die Geräusche der Natur aufnehmen kann. Beziehungsweise mal das Ohr daran halten kann und auch mal hört, was im Wald vor sich geht. Das Problem, was ich jetzt hierbei gemerkt habe, ist, die Geräusche im Wald hört man, klar. Aber auch jede Menge Flugverkehr, Hundegebell, Harvester, die im Wald unterwegs sind. So, ich will heute wieder noch mal ein bisschen den Wald entdecken und habe mir dafür vorgenommen, nicht nur das normale Waldbaden, sondern ich möchte heute mal den Wanderweg zur Kabersburg, zwar auch wieder zu Fuß, aber mal barfuß zurücklegen. Heute Nacht hat man zwar etwas frostige Temperaturen gehabt. Also ja, Scheibenbahn vereist, waren unter 0 Grad gewesen draußen. Und ich denke mal, es werden jetzt auch noch 2-3 Grad sein. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren, wie es sich anfühlt. Es wird schon kalt. So, mal gucken, ob irgendwelche Leute kommen hier. Die halten einen wahrscheinlich für verrückt. Aber so ein bisschen bin ich es hier auch. Ja. Gucken, wie wir das am besten anstellen. Ja. Fertig ist die Laube. Muss ich mal zumindest oben ein bisschen wärmer einpacken. So. Schauen wir mal.
Ding. So, noch eine Dreiviertelstunde Bewegung. Barfuß, muss ich sagen, es hat sich ein bisschen was geändert. Dieses Kältegefühl an Füßen ist weg. Ich meine, sie werden richtig gut durchblutet und sie werden eigentlich auch warm. Fühlt sich zumindest an. Ob das jetzt Missempfindungen sind, weil die Füße schon komplett abgestorben sind, keine Ahnung. Nee, ist weit angenehmer zu laufen. Das, was sich jetzt geändert hat, dieser schöne Radweg, Doppelpfad oder was auch immer, dieser schöne, kleine, moosige Waldweg hat aufgehört. Hier ist wieder ein richtiger Fahrweg. Und der Untergrund ist recht unangenehm zu laufen. Ist auch nicht mehr so weich, weil da, wo die Fahrspuren sind, kann man fast überhaupt nicht laufen, weil die Reifen, die haben diesen schönen weichen Boden soweit zermatscht, breit und weggedrückt, dass unten die Steine halt durchkommen. Und ich bin es halt wirklich nicht gewohnt, barfuß zu laufen oder so viel barfuß zu laufen. Ich laufe schon gern mal ab und zu mal, aber ja, so richtig gewöhnt sind es die Füße halt nicht. Also ich habe auch nicht dementsprechend die Hornhaut unten dran. Also ich habe eher weiche Füße. Hornhautlose, weiche Füße. Ja, fühlt sich halt schon ein bisschen hart, unangenehm, piekt sich halt an. Und das war vorhin auf diesem kleinen Pfad, war das richtig angenehm eigentlich zu laufen. Und in dem Moos, wo ich vorhin noch mal drin war, das war ja eigentlich Wattewolke sozusagen. Kapersburg ist fast erreicht.
Also langsam tun die Füße schon weh von dem steinigen Untergrund jetzt die letzten Meter. Also ist schon unangenehm zu laufen. Bevorzugt dann doch lieber den Waldboden wieder. Ich freue mich schon, wenn ich wieder bis an diese Stelle wieder zurück bin. Wenigstens wieder ein bisschen Wellness für die Füße. Weil das hier ist jetzt ein bisschen torturig, sage ich mal. Gras lässt sich auch wieder angenehm laufen. Ja. Gehen wir mal ein bisschen planschen. Die Füße reinigen, bevor wir wieder zurück in den Knatsch gehen. Jo, Kappersburg ist erreicht. War ja auch mein Ziel für heute. Ja, hier ist wieder eine richtige Wonne zu laufen in der Wiese. Nur hier muss ich wieder Obacht geben nach Glasscherben, weil hier ist dann doch wieder mehr Publikumsverkehr und da fliegt auch wieder mal die eine oder andere Flasche. Läuft man dann doch wieder eher Gefahr, in irgendwas reinzutreten. Hey. Kleine schöne Mauerfahne. Schon schön aus, dieser Moosbewuchs. So, sind wir da. Lang werde ich mich heute nicht aufhalten, es war sehr schön hier, sehr herbstlich, aber ich werde mich dann doch noch mal auf den Rückweg machen, habe heute noch ein bisschen was anderes noch vor. Ja, bis gleich. So, wir sind wieder am Ausgangspunkt. Ich werde mir jetzt die Socken wieder anziehen. Füße sind eigentlich gefühlt warm. Tun aber trotzdem weh von den vielen Steinen auf dem Weg. Und ja, ich werde auch den Rückweg wieder genießen in Schuhen und Socken. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und tschüssi, bis wieder mal. Ciao.